Hallo und willkommen zurück zu Starbound. Wir sind auf unserem neuen Dschungelplaneten Beta Pacomium 33XB und haben uns hier eine kleine behelfsmäßige Hütte gebaut, um hier mal ein bisschen zu erkunden, was es hier so gibt. Kann man das schmilzen? Nein, das kann man nicht schmilzen. Hatten wir schon alles eingeschmelzt? Ja. Ich wollte mir mal eine Truhe hinstellen, um ein bisschen was zu lagern. Vielleicht könnte ich auch mal einen Keller ausheben. Krieg ich das hin? Erstmal die Truhe. Die stelle ich mal da oben hin. Vors Bett gehört eine Truhe, ne? Kennen wir aus den meisten Filmen. Den Yardspinner, den kann ich ja auch mal eben hinstellen. Dann stelle ich ihn halt nicht dahin, wenn du das nicht möchtest. Okay, es war vielleicht eine schlechte Idee, das direkt unter dem Ding da hinzustellen. Ich wollte noch sehen, ob man hier aus Bacon machen kann. Und ansonsten kann man das aufhängen? Nein. Schade, die Stimpaks. Weiß ich nicht so richtig, wofür die gut sind. Und das Inventar füllt sich langsam, aber ich will auch keine Baumaterialien hier irgendwo rumfliegen lassen, außer vielleicht die, die wir eh zu viel haben. Schnee, was ich damit machen soll. Gegessen haben wir ja, glaube ich, gerade. Oh, da sind wir noch ganz voll. Können wir vielleicht einen Maiskorn mal eben verspeisen. Und ansonsten, gut. 99 Eisenerz? Moment. Warum zum Teufel habe ich 99 Eisenerz? Das kann aber nicht, oder? Na, wir hatten recht viel gefunden, aber so viel? Na, ich beschwere mich mal nicht, wo immer das herkommt. Ich baue noch mal ein paar Fenster ein, solange das hier brüht und brät. Können wir mal eben. Zack, zack. Mache ich hier noch mal eben die Fenster einfach ein bisschen größer. Zumindest hier oben. So, wie viel hatte ich davon noch? Ich glaube 7, ne? Dann müsste das ja noch passen. Da war sogar zweistellig, glaube ich, noch. Ja, 13, guck mal. Kann ich das so machen? Nein, das sieht nicht so aus, wie ich das gerne gehabt hätte. Eben das Ding hier weg. Oh, man kriegt Glas zurück in dem Spiel. Es geht nicht kaputt. Ist ja schön. Wo habe ich denn die Fackeln? Dann tue ich die auch mal daneben jetzt so. Ach so, upsie. Da haben wir aus Versehen ein bisschen Wand mit abgerissen. Die mache ich da aber auch nochmal schnell eben hin. Wo ist es? Wood Planks. Ach so, so darf ich ja nicht. Ob ich mir das jemals irgendwann merken kann? Die Chancen sind schlecht. Ich wollte noch Supports machen. Hatte ich die schon gemacht? Nee, ne? So, das ist inzwischen fertig, denke ich. Ja. Tonnenweise Eisenerz, sehr schön. Glas brauche ich nicht mehr. Und dann mache ich mir noch einen Wooden Support für die andere Ecke. Einfach damit schön ist. Und da müssen wir natürlich auch noch die Fackel wieder hinsetzen. Dahin. Und den Wooden Support. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den drehen kann. Was davon abhängig ist, wie ich stehe. Nein. Ja, muss ich mal im Tasten ausprobieren. Ne? Mit R vielleicht, mit F vielleicht, mit Q vielleicht. Nein. Was ist Q? Oh, auf E. Dass ich die Kiste auf Q kann ich schmeißen. Vielleicht mit dem Ding da drauf und. Nee. Ich schaue einfach mal kurz. Ach, gibt's noch nicht die Kontrollen nach? Tja, ich habe leider keinen Plan, wie ich das Ding hier drehen kann. Maustasten X, Shift, Alt, nein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch nicht. Ja, gut, das ist, glaube ich, mal was, was ich nicht jetzt mache. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht mit Mausrad? Mittlere Maustaste? Ziehen? Aha, mit Ziehen geht's. Dupdidu, war ja easy. Okay, was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, ich wollte hier mal auch mal nach unten buddeln, ne, und dann Mineralien suchen. Wo könnten wir denn mal da schön mit anfangen? Hi, Vieh. Ach so, hier waren die Viecher ja mehr als einmal nett. Holz hatte ich, glaube ich, auch alles verbraten. Dann nehme ich nochmal einen Baum mit. Und dann nehme ich einfach die erstbeste Höhle, würde ich sagen. Oder schaue ich mich erstmal um, ob wir hier auch Mitbewohner finden. Ja, ich habe leider auch gar keinen Plan, was ich jetzt tun muss, um. Das haben wir doch gemacht, ne? Ja, completed. Um den nächsten Boss zu triggern, falls es den überhaupt schon gibt, aber ich glaube schon. Na, nicht böse werden hier. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich wollte euch nur hier alle mal besuchen und wir sofort angegriffen. So, Eisen haben wir auf jeden Fall. Ach, hier war ich doch schon. Und jetzt wird mir spontan auch bewusst, dass ich vergessen habe, das Zeug zu kochen. Machen wir mal eben hier in dem Campfire. Probiere ich das einfach hier aus. Aber ich glaube, das hatte ich doch letztes Mal, ne? Das ging nicht, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Und ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Aber ist ja auch wurscht. Ich habe Silber übersehen. Ist das nicht schön? Hat sich schon gelohnt. Gib mir mal Silber. Und ein bisschen Kohle nehme ich auch mit. Können wir alles gleich ins Raumschiff stopfen. Wobei ich mich ja langsam frage, ob es auch noch effektivere Treibstoffe gibt. So, dann gucken wir mal weiter. Ganz viele Höhlen zu erkunden. Ich hätte ja gerne mal so ein Dungeon oder sowas. Oder noch so ein Tempel. Tempel war eigentlich lustig. Aber wir haben ja noch eine Menge zu erforschen. Ich weiß gar nicht, wie groß die Welten hier sind. Irgendwann müssen wir mal einfach mal nach links laufen, bis es nicht mehr geht. Hier, das ist eine Kiste. Wow, mit einem ungesuchten Stock. Der ist bestimmt noch nützlich. Und die Kiste selbst hätte ich vielleicht mitnehmen können. Das wäre noch das Nützlichere gewesen. Was ist das denn da? Das kenne ich noch nicht. Man kann es nicht benutzen. Ich versuche es mal auszugraben. Ups. Wo ist es hin? Flip. Also was immer es war, ich weiß es nicht. Ah, ich wollte noch nicht Höhlen erkunden. Hätte ich jetzt vielleicht die Fackeln da nicht hinmachen sollen. Nächstes Mal denke ich mir, da warst du schon. Da ist noch so ein Enten-Zwergi-Bubsi, den müssen wir eben töten. Ha, drauf reingefallen. Also wirklich. Bei Pixies. Ich glaube, ich baue noch mal ein paar Lianen ab, aber nicht mit dem Bogen. Sondern mit der Axt. Einfach nur, damit wir mal ein paar auf der hohen Kante haben. Die waren auch feindlich, ne? Ach, das nicht die mit diesem komischen, riesen schwarzen Schuss? Oh, 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 was ist denn das? Eine USCM Panel Colony. Die sieht etwas stärker bewacht aus. Und ich glaube, ich möchte gar nicht da hochspringen. Tür geht auf. Menschen. Oh, ich glaube, die mögen das nicht, wenn ich hier alles klein haue. Ich gehe mal einfach erstmal so. Wildcat Head Moss, Smashy Sticks. Will der mich jetzt echt angreifen? Ich glaube schon, ne?
Hier, Frauenkampf. Sofort alle Bros anrufen. Und die hat sogar einen großen Hammer dabei. Und ich schieße ja mit der Fernkampfwaffe. Ist auch nicht okay, ne? So, war aber die bessere Idee. Der Hammer macht ja doch Schaden. Nee, 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 weg. Ah, der war daneben. Ach, verdammt, ich Depp. So geregelt, es wird dunkel und nass. Irgendwie kriegen wir keine Temperaturanzeige mehr seit wir den Hut haben. Oder hier im Dschungel wird es einfach nicht kalt. Könnte ja natürlich auch sein. Ja, jetzt sind wir fast tot. Aber ich gehe da trotzdem noch mal rein. Ich könnte ja mal versuchen, den Stacheldraht. Den könnten wir eigentlich ganz gut brauchen. Und den kann man nicht mitnehmen, schade. Ah, zumindest so nicht, Moment. So vielleicht? Aber die Gitter können wir einstecken. Ich finde es so geil, dass man hier alles. Guck mal, das Schild können wir auch mitnehmen. Oh, die rote Lampe will ich auch. Und dann nehme ich den Strahler auch direkt mit. Habe ich den jetzt? Ja. Jetzt haben wir es auch langsam dunkel. Lautsprecher stehen. Cola-Automat. Oh, Cola-Automat. Kann ich den benutzen? Tatsache, ich kann den Cola-Automat benutzen. Da ist Essen drin. Mach mal die Tür zu. Ventilator, einen Wasserspender. Den Wasserspender kann ich nicht benutzen. Dieses Handscanner-Ding geht, tut aber nichts. Da sind wieder. Oh nein, der hat eine Pistole. Will er denn überhaupt schießen? Warum schießt er nicht? Sonst egal, warum der nicht schießt. Wir schießen auch nicht. Über den Computer da mitnehmen sollten. Ich mache mal die bisschen Pflanzen kaputt. En garde! Wir nehmen mal einen Computer mit. So ein Computer, Schreibtisch kann man immer mal gebrauchen. Den Stuhl natürlich auch. Oh, ich sollte vielleicht nicht jeden Rummel hier immer mitnehmen. Aktenschrank. Oh, ich sollte vielleicht nicht jeden Rummel hier immer mitnehmen. Ah, Moment, den Kohleautomaten, den muss ich aber auch noch. Einfach aus Prinzip. Ja, wir haben sogar das Essen drin gekriegt. Und was zu trinken brauchen wir natürlich auch. So, jetzt aber. Ich drücke mir noch mal eine Bandage und dann gehen wir mal die beiden an. In unserer feigen. Verdammt, der haut nach oben. Ich habe Gregton. Da war doch eine Sie, oder? Oh, der ist aber hart. Oh. Ei! Okay, Stacheldraht macht Schaden. Den habe ich nicht gesehen. Der Sprung war eigentlich auch nicht geplant. Ich hätte einfach nochmal draufhauen sollen. Na gut. War jetzt auch etwas überrascht, dass der da doch so viel aushält, wo die anderen beiden so Two-Hits waren. Also sie scheinen schon unterschiedlich stark zu sein. Da sind wir wieder. Jetzt brauche ich noch eine Etage. Komm, ich mache hier noch einen Keller rein. Ja, ich weiß, ich hätte das Ding vielleicht erst zu Ende erkunden sollen. Also, Moment. Ah, doch, klar. Machen wir so. Das noch ein tiefer, so. Das reicht, glaube ich. Und dann einmal durch. Ja, ich reiß mal eben alles ab hier. Machen wir alles neu. Und dann machen wir unten schön Holzboden rein oder so. Obwohl Keller können wir, Fundament machen wir mit Steinen. Ne? Ist ja schöner, glaube ich.
Du. Na gut, Stein weghauen dauert natürlich jetzt ein bisschen. Aber egal, ich muss irgendwo unbedingt den Getränkeautomat auf. Was ist das? Aufbauen. Denn wie sollen wir ohne Getränkeautomat leben? Vor allen Dingen, wenn da Essen drin ist. Ich frage mich, ob der das Essen produziert. Also ob wir da unendlich viel Essen kaufen könnten. Glaube ich aber fast nicht. Wäre schon fast zu einfach. So, hinten auch eben alles weghauen. Dann mache ich da aber, glaube ich, mal einen Holzboden. Weil ich gerade noch nicht weiß, wie ich das mit der Treppe regel. Aber ja, so wohl klar. Einfach genau wie bei Terraria. Okay. Ich kloppe alles rum. So geht auch. Ja, das geht sogar wirklich. Hin und her kloppen. Ja, haben wir einen schönen Keller mit unserer neuen, mit dem ganzen neumodischen Kram. Und dann will ich mal gucken, ob man da nicht auch noch eine Tür irgendwie vielleicht rein. Dass man direkt die Mine hier anschließt. Die Minen von Beta irgendwas, wo immer wir sind. Und dann gucken wir uns gleich die Basis nochmal eben an. Wenn wir uns hier ein bisschen weiter gebaut haben. Jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen ablenken lassen, aber was soll's. Okay, wir brauchen Wood Planks, war das Wooden Support war. Ah, Wood Platforms, genau, die brauchen wir. Wie viele? Sagen wir mal 22. Holz müssten wir eigentlich genug haben. Ja, das ist ein bisschen viel. Machen wir 33. So. Brauche ich jetzt ja eigentlich gar nicht so viel das Holz. Ich muss unbedingt den Rummel hier alles mal aussortieren. Zum Beispiel den komischen Stick. Den braucht kein Mensch. Nee, ich wollte ein. Wie mache ich's denn? Am besten von hier nach oben, ne? Schipp, ungefähr hier. Können wir hier so einen kleinen Durchgang machen? Dann mache ich den noch nach da und nach da und den Rest machen wir Cobblestone Bricks als Boden. Achso, jetzt hätte ich da natürlich vielleicht nicht. Warum kann ich denn da? Ja, ich muss das eine, die Plattform da nochmal wegmachen. Dazu nehmen wir die Spitzhacke und drücken Shift. So. Kommt nämlich nicht Cobblestone, sondern Cobblestone Bricks. Wo sind sie denn da? Ah! Muss ja natürlich mal eben da hochspringen, damit das auch ja nicht gerade wird. Schön gemacht, Boxy. Ich verkrempel hier meinen Krams, verkrummel ich rum hier. Schaffst du, super. Wir glauben an dich. Kann ja auch den Boden aus Stein machen. Ups. Genau, geh die Treppe hoch, danke. Da, ganz ruhig. So, einmal wir bauen. Und schon ist unser Keller so gut wie fast fertig, nur dass die Treppe nicht funktioniert. Dupdidu. Wer braucht schon Treppen? Das müssen wir ein bisschen erweitern, aber macht ja nichts, dann machen wir es noch eine Spitzhacke weiter. Das stört uns ja nicht wirklich. So, die Tür wieder rein. Wo sind sie hin? Tür, da. Zack. Einer da, zack. Und dann noch hier Plattform. So.
Wunderbar. Und hier unten, da könnten wir eigentlich hier unten auch die Fabrikkrams machen. Zumindest nur den Steinkram. Den Tisch nach oben. Das andere Ding haben wir kaputt gemacht. Kohleautomat. Machen wir dahin, noch an dem Wasserständer nach oben. Und das Futter, das essen wir. Hab's. So, kann ich jetzt? Ne. Aber es ist ein Aufbewahrungsding für sehr viele Slots. Schmeißt da aber ein bisschen Essen rein. Und was tun wir da noch rein? Oh, hier ist ein seltsamer Stab. Falls man den sich mal schnell ziehen möchte. Plattform behalten wir nochmal. Genau, das Kabinett. Den Aktenschrank. Den stellen wir hier oben hin. Der ist dick. Wo ist er hin? Gravel. Ich hätte es doch da reingepackt. Nee. Da ist er. Kann ich nicht benutzen, ne? Nee. Ich könnte wieder einen Burger bauen. Oh, warum nicht? Und dann tun wir hier in die Kiste noch irgendwelches Zeug. Ich lasse mal das ganze Eis und Schneegedöns hier. Wüsste gerade nicht, wofür wir das brauchen könnten. Die ganzen Waffen. Da wollte ich ja mal gucken, ob man die vielleicht nachher verkaufen kann. Kupferspitzhacke, die brauchen wir. Und die ganzen Rohmaterialien eigentlich. Kann ich das hier mal ein bisschen. Egal. Ja, wir haben eine Mission. Wir wollten noch weitergehen.